herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Lotto Hessenliga News. Wir befinden uns mitten in der Adventszeit und wären eigentlich in den letzten Zügen der Hinrunde in der Lotto Hessenliga. Kommendes Wochenende hätte der 19. Spieltag, der letzte vor der Winterpause, stattgefunden. Aber Corona sorgt ja dafür, dass die Lotto Hessenliga schon seit 6 Wochen in der Winterpause ist. Trotzdem gibt es heute einige sportliche Nachrichten aus der Liga. Dazu gleich 3 Trainer-News. Wir fangen an beim SC Waldgirmes. Dort ist man mit der Arbeit von Trainer Mario Schappert anscheinend sehr zufrieden. Der 34-Jährige war ja erst lange Jahre Spieler in Waldgirmes, ab 2016 Spielertrainer der zweiten Mannschaft und im Januar diesen Jahres hat er den Cheftrainerposten beim Lotto Hessenliga-Team übernommen. Aktuell steht er mit seinem Team auf Platz 7 und die sportliche Leitung der Lanauer hat sich jetzt mit Schappert darauf verständigt, dass man die Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortsetzt. Das heißt, auch in der Spielzeit 2021-22 heißt der Trainer beim SC Waldgirmes Mario Schappert. Anders ist die Situation beim 1. FC Erlensee. Da muss sich der Verein ligaunabhängig für die neue Saison auch einen neuen Cheftrainer suchen. Denn der bisherige Coach Tobias Heilmann hat den Verein darüber informiert, dass er das Traineramt bei der ersten Mannschaft zum Ende dieser Saison abgeben wird. Heilmann ist ja schon seit vielen Jahren Jugendtrainer in Erlensee, trainiert parallel aktuell die U17, ist seit 2016 Cheftrainer der ersten Mannschaft in Erlensee, hat das Team von der Kreisoberliga bis in die Lotto Hessenliga geführt und hat jetzt für sich entschieden, sich in Zukunft auf eine Mannschaft zu konzentrieren und hat sich da für den Jugendbereich entschieden. Heißt, diese Saison wird er mit dem 1. FC Erlensee noch beenden und dann am Ende der Saison sein Traineramt abgeben und nur noch Jugendtrainer, in Anführungszeichen nur noch Jugendtrainer in Erlensee sein. Der sportliche Leiter in Erlensee, Chris Siegmann, zeigte sich überrascht, aber auch dankbar gegenüber Heilmann für die frühe Bekanntgabe der Entscheidung, denn so kann sich jetzt der Vorstand mit über einem halben Jahr Zeit auf die Nachfolgersuche machen. Wir behalten das für euch im Auge und informieren euch, sobald der neue Cheftrainer da feststeht. Den neuen Trainer schon gefunden hat der FC Eddersheim. Christian Lüllig heißt der neue Mann an der Seitenlinie in Eddersheim. Er tritt die Nachfolge an des im Oktober entlassenen Ruven Leopold und hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Lülli kommt damit zurück zu seinem Heimatverein. Der 41-Jährige hat als Kind beim FCE mit dem Fußball begonnen, ist dann früh Trainer geworden, hat beim TSG Wörsdorf, im SVW in Wiesbaden 2 und zuletzt beim SV Gonsenheim trainiert. In Gonsenheim gelang ihm der direkte Wiederaufstieg in die Oberliga. Dort hat er Ende der vergangenen Saison aus privaten Gründen sein Traineramt abgegeben, wollte eigentlich weiterhin eine Pause machen, doch die Anfrage seines Heimatvereins konnte der zweifache Familienvater dann doch nicht ablehnen und ist sehr motiviert für die neue Aufgabe. Ich freue mich auf die Lotto Hessenliga und auf die neue Aufgabe bei meinem Heimatverein, um in der aktuell schwierigen sportlichen Situation zu unterstützen. Zielsetzung ist ganz klar der Klassenerhalt. Und kurzfristig geht es um das Kennenlernen sowie die individuelle Trainingsplanung. Auch der sportliche Leiter in Eddersheim, Erich Rodler, ist glücklich über den neuen Cheftrainer, sagt, dass Christian Lüllig von Anfang an die Wunschlösung des Vereins war. Rodler ist überzeugt davon, dass Christian Lüllig mit seinen Vorstellungen und seiner Philosophie zum einen nach Eddersheim passt und auch die aktuell ja nicht ganz einfache Lage, nicht nur wegen Corona, in Eddersheim meistern kann. Der Verein steht ja momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 5 Punkten Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze, hat aber auch noch ein Spiel weniger. Und unterstützt wird Lüllig, der die A-Lizenz hat, von den bisherigen Co-Trainern Marcel Kaffenberger und Peter Hufer sowie den beiden Torwarttrainern Patrick Schuch und David Tempel. Wann Christian Lüllig aber mit seinem Trainerteam bei seiner neuen Mannschaft so richtig durchstarten kann, ist weiterhin offen. Vor gut einer Woche fand die Vorstandssitzung des Hessischen Fußballverbandes statt, wo über verschiedene Möglichkeiten diskutiert wurde, was die Aufnahme des Spielbetriebs angeht. Und da ist eine Sache klar geworden. Der Verband möchte am Spielmodell der Lotto Hessenliga festhalten. Es soll kein geändertes System mit nur die Hinrunde wird gespielt, dafür gibt es Playoffs und Playdowns oder sowas in der Richtung soll es nicht geben.
Es soll die Saison normal fortgesetzt werden mit dem Ziel, so viele Spiele wie möglich durchzubekommen. Allerdings gilt es natürlich auch hier, die Infektionslage, die Entwicklung rund um Corona weiter abzuwarten. Und wann es tatsächlich wieder losgehen kann, auch mit dem Trainingsbetrieb, ist weiter offen. Das heißt, auch für die Fans weiter Unklarheit und Abwarten geht aktuell nicht anders in der momentanen Situation. Das Einzige, was ihr als Fans machen könnt, ist, eure Vereine zu unterstützen, zum Beispiel über die Aktion Scheine für Vereine. Die läuft schon seit einigen Wochen und funktioniert so, dass pro 15 Euro Einkaufswert im Rewe oder Nahkaufmarkt und auch jeweils im Online-Shop gibt es einen Vereinsschein, und mit diesem Schein können Sportvereine unterstützt werden. Fast alle Vereine oder nahezu alle Vereine der Lotto Hessen Liga sind daran beteiligt, und dann kann man nach dem Einkauf den Schein entweder über die Rewe-App oder online dem jeweiligen Sportverein, den man da in einem Formular auswählen kann, zuordnen. Und ich denke, gerade in der aktuellen Situation ist es eine gute Möglichkeit, die Vereine der Lotto Hessen Liga finanziell ein bisschen zu unterstützen. Eine spezielle Aktion, was die finanzielle Unterstützung angeht, gibt es in diesem Jahr beim SV Zeilsheim. Dort organisiert der Verein ein Weihnachtsspendenkonzert als Livestream auf Facebook und YouTube. Am 20. Dezember um 17 Uhr wird Lisa Bund, die dem einen oder anderen vielleicht noch als Drittplatzierte bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2007 bekannt ist, die schönsten Weihnachtslieder singen, und anstelle des Eintrittsgeldes, was man normalerweise bei einem richtigen Konzert zahlen würde, gibt es die Möglichkeit, für die Jugendarbeit des SV Zeilsheim zu spenden und auch einen Zeilsheimer C-Jugendspieler zu unterstützen, der gemeinsam mit seinen zwei jüngeren Schwestern vor ein paar Tagen auf tragische Weise seine Mutter verloren hat. Also hier eine schöne Aktion des SVZ, die man mit Sicherheit auch als Nicht-Zeilsheimer unterstützen kann. Die Info zu diesem Konzert haben wir übrigens heute brandaktuell über die Mailadresse lottohessenliganews@gmail.com erhalten. Wenn ihr, alle Vereine der Lotto Hessenliga, ähnliche Aktionen plant oder auch sonst andere interessante Neuigkeiten habt, schickt die uns gerne an die eingeblendete Mailadresse, und dann nehmen wir die in die nächste Lotto Hessenliga News Sendung auf. Die gibt es dann noch einmal vor Weihnachten am 21. Dezember. Schon diese Woche gibt es das nächste Insta-Live-Gespräch für euch. Wer die letzten beiden Gespräche verpasst hat, wir hatten ja vor zwei Wochen Armin Brau von Hanau 93 und letzte Woche Jakob Pistor vom SV Rot-Weiß Hadamar zu Gast, kann die noch nachschauen. Die sind wie alle bisherigen Lotto Hessenliga Wintergespräche online abrufbar auf dem Instagram-Kanal der Lotto Hessenliga bei Instagram TV. Passend zu den drei heutigen Trainer-News ist in der nächsten Ausgabe des Lotto Hessenliga Insta-Live-Gesprächs auch ein Trainer zu Gast, und zwar Daniel Bulut, Cheftrainer vom FSV Fernwald, wird am kommenden Donnerstag, 10. Dezember um 18 Uhr im Instagram-Live-Gespräch Rede und Antwort stehen. Seid gerne dabei, klickt euch rein und stellt eure Fragen in den Kommentaren. Das waren die Lotto Hessenliga News für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, bleibt gesund, und wir sehen uns am Donnerstag zum Insta Live. Bis dahin, macht's gut.